Türkische Pläne funktionieren also doch. Und werd mal nicht gleich hektisch, dreiwettertaft Freelance-Police, wenn ich vorstellen darf. Weiß ich. Auf euch habe ich ja gewartet. Ist das so? Dann lass das nächste Mal bitte die Vordertür offen. Spart eine Menge Ärger. Wenn ich vielleicht erklären dürfte... Da haben wir wohl einen längeren Monolog ausgelöst. Gut, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Tasse Jagdbutter habe. Ich habe nie viel gewollt, außer von der ganzen Welt geliebt zu werden und in der Herbstsaison 1971 die Einschaltquotenstatistik anzuführen. Aber nein, diese wertlosen Schwachköpfe, diese Limo-Lollis mit ihren putzigen, aufeinander abgestimmten Hemdchen und ihrem niedlichen Getreller kommen und stehlen mir meine Zuschauer. Ich habe nie wieder eine andere Rolle bekommen. Und jetzt wollt ihr zwei Bürgerwähler einen armen, glücklosen Schauspieler auch noch daran hindern, die gesamte fernsehende Bevölkerung per Massenhypnose zu seinem ewig treu ergebenen Publikum zu machen? Grausam. War's das? Ich glaub schon. Also. Ups. Da ihr ja leider meinen schönen Plan versaut habt, meine Erzrivalen für mich Reklame laufen zu lassen, müsst ihr jetzt wohl ihren Platz einnehmen. Nur in deinen Träumen, Kalcha. Nein, Freunde. In euren. Hey, das kitzelt! Werde. Videolieferant. Nein! Oh, du es nicht merkst. Du musst dagegen ankämpfen. Nee, warte. War das nicht Sam? Was passiert denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Was machst du denn da? Weiß nichts. Ich... Du wusstest es die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, es ist eine Verschwörung. Ich hab's dir gesagt, aber du wusstest das ja schon. Stimmt's? Nein, Bosco, ich muss Videos ausliefern. Ruft die CIA, ruft Interpol, ruft Mickey Rooney! Muss Videos... Mickey Rooney? Liefern? Was? Scheiße, wir müssen dagegen ankämpfen. Ich kann nichts machen. Ich muss Videos liefern. Roboter Power Style. Nein. Tu es nicht. Die heißen Würstchen. Videos liefern. Ich muss Videos liefern. Hier, der Käse. Oh, bitte, versuch's gar nicht erst. Ja, das war's. Das ist so genial. Das ist wirklich genial. Ich bin geheilt. Glaube ich jedenfalls. Hoffen wir mal. Oh, oh. Entweder bin ich gerade in Salvador Dali Wachsfigurenkabinett reingestolpert oder ich träume. Du liebst mich, du betest mich an. Werde Videolieferant. Tu meinen teuflischen Willen und so weiter. Ach du heiliges Hühnerhirn, ich bin immer noch hypnotisiert, wenn ich bloß noch wüsste, was mir Sibyl geraten hat. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Ah, genau. Hey Sam, ich bin hier oben. Oh, hi Kleiner. Brady hat meinen Körper geklaut. Ich hasse es, wenn Leute das tun. Hol mich endlich runter. Okay, Kleiner, ich rette dich. What the fuck? Okay. Brady hat Max Körper gestohlen. Oh, und er fühlt sich so toll an. Ich liebe meine neuen pelzigen Pfoten und mein süßes kleines Stummelschwänzchen. Stummelschwänzchen. Pfoten weg von meinem Schwanz, du psychopathischer Körper. Oh, wenn ich den erwische. Der beste Dialog ever. Pfoten weg von meinem Schwanz. Brady hat Max. Nein. Also, irgendwie müssen wir. Was ist mit der Garderobe passiert? Es ist nur ein Traum, Sam. Achso, deswegen. Ah, da ist ein Goldfisch. Was? Oh. Mag sein, dass ich's nicht oft zeige, aber ich liebe dich, Sam. Jetzt geh und wasch mein Auto. Dann ist das schon. Okay. Wie sinnlos. Ich liebe dich, Sam, geh und wasch mein Auto. Ich liebe Goldfisch. Sie. Oh. Ich werde jetzt oh, die Ratte. Die Ratte. Oh, die Ratte. Ist sie nicht tot gewesen? Eigenartig, okay. Ja, was geht ab? Können wir ihn nicht aufessen? Universale Liebe wird mit... Es ist Brady Kalcha aus Käse? Guck mal, da oben ist eine Hand. Jesse James Hand. Sie macht aber nichts.
Da ist eine Fahrradpumpe. Was ist denn das? Oh, shit. Ich wusste, dass das passiert. Ach du vollgestopfter Vielfraß, was für eine fette Ratte. Ja, yeah. Warum okay, bleibt die nicht so? Vielleicht müssen wir die Schranktür öffnen und dann ja, so... Genau, oh, ja. Oder, nee. Doch, warte, die geht ja nicht wieder zu, oder? Doch, jetzt machen wir ihn groß. Was denn, gut, blöd, Mann? Ich möchte dich meinem kleinen Freund vorstellen. Ja. Mit dem Anus pumpen wir ihn auf. Eigentlich bis sehen, ach egal. Die Würde des Käses ist unantastbar. Nein! Okay, wir müssen anscheinend jeden Klon von ihm besiegen. Also jetzt haben wir schon mal den Käseklon besiegt. Jetzt müssen wir noch den Lampenklon besiegen und den Fernsehklon und den... Und den Max-Klon. Max-Klon. Okay, gerade gucken. Jetzt Rauch, was kann man... Kann man irgendwas mit dem Rauch machen vielleicht? Lavalampe. Vielleicht muss man den Rauch irgendwie auf den... Dingens umlenken. Was haben wir denn dabei? Nur die Riesenwumme. Nur die Wumme. All euren Kindern. Du kannst mir nichts tun. Ich stehe unter Strom. Okay. Ich kann mir irgendwo den Strom abstellen. Irgendwo. Da oben ist Max auf jeden Fall. Einbahnstraßenschild. Was tut das denn da oben? Hey, es ist lose. Es ist What the? Ich wusste, dass das passiert. Das war das Lustigste, was ich erlebt habe, seit ich meinen Kopf versuche ihn jetzt mal zu lösen. Was jetzt? Wir müssen ihn irgendwie dahin locken. Toll, aber Sam, sieh doch. Ich bin wieder da, wo ich vorher war. Okay, warte, ich lass mir was einfallen. Wir müssen den anderen Kerl dahin locken, damit der Kopf von Max direkt auf den drauf fällt. Aber warte mal gerade, der Lichtschalter. Ich glaube, jemand muss deiner Karriere das Licht ausknipsen, Brady. Was? Nein! Ha! Was wow, das war einfach. Wenn ihr lächelt, haut's doch glatt die Sicherung raus. Okay. Okay, wie locken wir den jetzt dahin? Gibt's hier irgendwie, können wir die an die Donuts? Nee. Ah, den im Fernsehen haben wir auch noch. Können wir was mit dem Fisch machen? Nein, der Fisch ist irrelevant. Wir müssen mit dem Wasserspender. Irgendwie müssen wir den dahin locken. Ansonsten reden wir mit ihm. Ja, haben wir ja schon, oder meinst du jetzt, wir können mal mit dem im Fernseher reden. Ja, können wir. Es ist Brady Culture im Fernsehen. Ja, genau wo ich hingehöre. Schaut mich alle an. Mich! Es wäre zu banal, wenn wir das einfach ausstellen könnten. Ja. Oh nein. Es ist Brady... Nö. Okay, der Rauch. Irgendwas muss mit dem Rauch noch sein. Irgendwas. Irgendwas, aber wir haben nichts, womit wir interagieren können. Wir haben nur die Riesenwurme. Vielleicht ist es ja das. Myriaden siffig süßer Frühstücksflocken sollen nach mir benannt werden. Da gibt's. Vielleicht, versuch's mal, geh mal da, wo Max Kopf ist. Ja, warte. TV-Stars. Achso, macht sie noch berühmter, okay. Ich dachte, da gibt vielleicht... Vielleicht kannst du mit der Riesenwurme ja auch das Einbahnstraßenschild machen. Und was passiert, wenn Max genau unter Sam steht? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht geht das. So, ja, genau, so. Unter dem. Jetzt schieß mal auf das Ding. Vielleicht funktioniert's. Du nicht. Zack. Ja, das funktioniert sogar. Ah, wunderbar. Aber, oder? Wow. Doch. Ja, Tatsache. Jetzt können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, einfach... wir haben seinen Kopf jetzt im Inventar, sehr gut. Cool. Wunderschön. Vielleicht können wir jetzt einfach seinen Kopf nehmen und den da draufsetzen. Du, Mr. Culture, ich habe eine Überraschung für dich. Ehrlich? Für mich? Nein! Pac-Man. Danke, Sam. Bisschen zäh, aber ganz lecker. Oh, gerade fällt mir ein, ich muss weg. Tschüss, Max. Okay, ich dachte, Max kann okay. Jetzt vielleicht helfen, den letzten aus. Jetzt müssen wir auch irgendwas mit dem Rauch machen. Keiner. Verdammt. Brady Culture. Guck mal irgendwas am Fernseher. Vielleicht ist der was. Anstatt nur der Fernseher. Hä?
Keine Ahnung. Da ist der Fernseher, gibt's da so eine... Das ist ein Kleiderbügel. Ich frag mich, ob es was an der Bildqualität ändern würde, wenn ich da dran ziehe. Nein! Ich muss für alle Ewigkeit im Fernsehen bleiben. Nein! Ja, okay, passt. Er ist weg, wir haben ihn besiegt. Jo. Also in unserem Traum. Oh nein, er ist aufgewacht. Jetzt sind wir erledigt. Werd nicht hysterisch, Bosco. Alles in Ordnung. Ich bin doch bloß einer hundsgemeinen Videolieferhypnoseverschwörung aufgesessen. Okay, aber was ist mit deinem Mitverschwörer? Mein Mitverschwörer? Unheilige Unterhose am Mast eines sinkenden Schweineschwartenfrachters. Der Egomane mit der Fesselfrisur hat meinen Kleinen gekidnappt. Kannst du mir helfen? Du hast nicht zufällig ein Bosco-Tech-Gerät, das Hypnose verursachende Energiestrahlen ablenkt. Einen Hypnoseblocker? Na, hatte schon mal vor, sowas zu bauen. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich muss schnell was finden. Irgendeine Idee, wie ich diese Culture-Krise unter Kontrolle kriege? Brady Culture? Der Ibo-Man? Bleib bloß weg von dem, der will mich fertig machen. Sorry, Bosco, geht nicht. Muss meinen pelzigen kleinen Partner retten. Danke, Bosco. Okay. Danke, Bosco, für nichts. Danke, Bosco, danke. So, wir brauchen jetzt irgendwas, was wir uns vor die Augen machen. Irgendeine Brille oder sonst was. Hm. Aber was könnten wir dann nehmen? Keine Zeit jetzt. Ich muss Max retten gehen. Das hilft mir nicht, Max zu retten. Oder brauchen wir überhaupt irgendwas? Ansonsten können wir sofort zu Brady kommen. Probieren wir es mal. YOLO. Allah, nein, ich hab Hallo gesagt. Allah. Wenn ich auch wüsste, wo irgendwie die Limo-Lauser sind, das wäre... Vielleicht der eine hat ja eine Brille, aber ich glaube, die wird auch nicht tot. So helfen. Die sind immer noch tot. Ohne eine wirksame Abwehr gegen diesen widerlichen Hypnosestrahl gehe ich nicht wieder in diese Klasse. Oh, okay. Woher ist eine Abwehr gegen den Hypnosestrahl? Vielleicht hat die was. Die kennt sich ja raus mit dem Scheiß. Ich wünschte, er würde einfach schneller laufen. Das wäre voll cool. Ja. Jo, Sibyl, du bist doch so, King in dem Scheiß. Sag mal an. Ich muss herausfinden, wie man einen Hypnosestrahl abwehrt. Du bist doch eine Art Hirnspezialistin.